Für Rollis Spezialgerichte machen Trucker Umwege. Stellst du dich darüber? Kannst du dich da hinstellen? Früher war sie Weight Watcher Coach. Na gut, geht's. Heute gibt's deftige Hausmannskost. Und sie betreibt das kleinste Motel in der Elbtalaue. Ich hüpfe hier ganz schön hin und her wie ein Flummi. Direkt an der B216 mitten im Wendland liegt Rollis Truckerstopp. Für viele Lkw-Fahrer ein Stück Heimat auf dem Weg von Norddeutschland nach Berlin oder Magdeburg. Hallo. Guten Tag. Und Bier formte diesen tollen Körper. Naja, dann mal los. Dann wollen wir mal sorgen, dafür sorgen, dass er noch ein bisschen besser geformt wird. Erstmal einen Kaffee. Ja. So. Und den, was nehme ich denn? Sauerfleisch mit Bratkartoffeln. Mach ich dir. Einen kleinen Moment dauert das noch, weil die Bratkartoffeln im Moment brauchen. Ja, ja, ist alles klar. Und die Remouladensoße mit oder ohne Knobi? Mit. Ich will heute nicht küssen. Na, das ist aber schade. Wieso? Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht bereust du es noch mal. Nee. Nee? Nee. Carola Rosberg, genannt Rolli, kocht jeden Tag frisch. Hier kommt nichts aus der Tüte. Selbst die Remoulade für Sauerfleisch ist hausgemacht. Hallo. Hallo. Na, mein Lieber. Was gibt's heute? Heute gibt's meinen Funstopf. Ja, mach mal zu mir. Ja, den mache ich dir aber in eine feste Schüssel und dann bringst du mir die Schüssel das nächste Mal wieder mit, ne? Ja, wenn das nicht so eilig ist. Das ist nicht so ja, eilig. Okay, wir haben ja klar. Genug aus der Hausschüssel. Ja. Mit Salzkartoffeln oder mit Nudeln? Ja, mit Salzkartoffeln. Ich habe den Funstopf schon mal gegessen. Ja, ja. Ja, ja, sehr lecker. Ich fahre hier sowieso unheimlich gerne ran. Ja, weil das ist mal frisch gekocht und schmeckt wie beim modernen Fass zu Hause eigentlich, kann man sagen. Und das hat man selten eigentlich beim Imbiss. Das ist Schmortopf mit verschiedenen Sorten Fleisch, also Hack, Fleisch, Schweinefleisch, verschiedene Sorten Wurst, Porree, Tomaten und dann wird das in einer leckeren Soße zubereitet. Geheimnis. Geheimnis. Geht das nach Hause? Ja. Oder brauchst du Besteck? Ja, nee, ich esse das zu Hause. Okay, alles klar. Dann bekomme ich 6,90 von dir, bitte. Funstopf zum Mitnehmen, selbstgemachte Frikadellen und Bratkartoffeln aus Heidekartoffeln vom Nachbarbauern. Natürlich gibt's bei Rolli auch die Klassiker. Und Sonderwünsche werden selbstverständlich erfüllt. Ein Jägerschnitzel. Ja, mit Pommes? Nee. Mit gar nichts? Mit gar nichts. Mit gar nichts? Nö. Okay, mit möchtest du was trinken? Fleisch und Soße, auch nicht. Gut. Ich erziehe hier niemanden. Nee, also das ist, fängt ja schon mit der Deko an, ne? Also, ey, Grünfutter kannst du weglassen, brauche ich nicht. Der Nächste sagt, doch ein bisschen Vitamine sind gut. Der Nächste sagt, hau mir ab mit Vitaminen. Das ist ganz verschieden, ne? Aber erziehen tue ich hier gar keinen. Das sind alles freie Menschen. Wir freuen uns, wenn wir hier ein bisschen zusammen Quatsch machen. Ein bisschen gut. Die Jungs essen gut, wir unterhalten uns nett. Und dann fahren sie wieder weiter und sind wieder alleine auf dem Bock. Was ist übergeblieben oder was muss ich essen? Du kannst essen, was du möchtest. Was muss denn weg? Du kannst alles bekommen. Ich habe heute einen sehr leckeren Mittagstisch. Zwei hausgemachte Frikadellen mit Leipziger Allerlei und Salzkartoffeln. Allerlei. Kann ich dir empfehlen. Oder möchtest du meinen Couscous probieren? Traust du dich mit Lamm? Ja, mit Küssen oder mit Couscous nicht. Weil, nee, Lamm müssen wir auch ganz besonders essen, das weißt du ja. Lamm okay. Geht. Ja? Nee, dann machen wir mal hier irgendwie was anderes. Hier. Oder machst du noch einen Rolli-Spezial? Nee. Ja, genau. Ja? Ja, das nehme ich. Das ist mit der Soße, ne? Ja, ja, genau. Ganz genau. Ich bringe dir das gleich an Tisch 8. Ciao. Hier in der Opiumhöhle hier hin. Oh. Rollis Spezial ist der Dauerbrenner. Eine Eigenkreation der Chefin. Ich hatte die Verbindung mit Käse im Kopf und eben diese frittierten Kartoffelscheiben. Ja. Und irgendwann haben wir dann unsere Soße. Wir essen auch zu Hause leidenschaftlich gerne Knoblauch. Und da habe ich auch schon immer so Soßen kreiert und mal ein bisschen so aus dem Ärmel geschüttelte Sachen gemacht und so. Und die Soße ist eigentlich daraus entstanden. Freitags gibt es die denn ohne Knoblauch? Das ist dann die Freitagssoße. Weil freitags wollen sie alle nach Hause fahren und wollen vielleicht auch noch ein bisschen knutschen. Und deswegen haben wir, dann sagen sie mal schon, aber heute mit der Freitagssoße bitte, ich fahre nach Hause. Einmal gegessen und forever. Ja, also wirklich, ich mache wirklich Umwege dafür. Ne? Also wir kommen meistens von Hamburg runter,
Aber selbst wenn ich von Bremen komme und müsste gar nicht hierher in die Richtung, biege ich ab, nur um das zu essen. Es ist wirklich richtig Batten geblieben. Ja. Ich habe auch noch nichts anderes gegessen hier. Gar nichts. Nur das. Ne? Ja, das ist total verrückt. Ist mir so in meinem Leben noch nicht passiert, mit keinem Essen. So, einmal das Rolli-Spezial. Danke, so. Jetzt haben wir auch richtig schön Licht. Danke Bitte schön. Schön. Danke Lass schön. Es dir schmecken. Ja, danke. Ja, das ist hier so Gespräch am Funk. CB-Funk und die meisten dann fragen, dann, die ein bisschen gesprächig sind, die Fernfahrer, die fragen dann schon mal, Mensch, wo kann man hier gut essen? Und dann kriegst du so eine Antwort von meiner Rolli. Weil wir müssen ja auch immer mit unseren großen Brummer gucken, dass wir einen Parkplatz kriegen. Ne? Und den haben wir ja hier. Hier ist ja ausreichend. Hier können so 10, 12 LKW stehen und dann passt das. Ne? Rolli liebt Trucks und Amerika. Ihre Wanddeko? Mitbringsel von diversen USA-Reisen und Geschenke von Fahrern. Mahlzeit. Mahlzeit. Na, Marco? Nee. Trucker Marco kommt fast täglich. Der Imbiss ist sein zweites Zuhause. Was kann ich dir Schönes machen? Hast du irgendwas? Couscous habe ich noch. Ja, machen wir mal Couscous. Couscous nochmal? Mhm. Ja, gut. Und eine Cola. Cola, bitte. Ja, das kriege ich zu Hause nicht. Das Essen meine ich. Familie leider da nicht. Da muss ich das hier essen. Ja. Ja, die sind dann die Krüchter. Ich esse auch gerne Sauerfleisch, aber kriege ich zu Hause auch nicht. Couscous ist eine, also das Couscous alleine ist eine aus Grieß hergestellte Beispeise aus Marokko eigentlich. Ich koche ja für uns unter der Woche zu Hause auch nicht mehr extra oder so. Ne? Also essen wir ja auch auf jeden Fall Mittagstisch mit. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, auch die meisten, zumindest die meisten meiner Stammgäste überzeugt, dass sie ruhig mal ein bisschen wählerischer sein, also ein bisschen mal was Ausgefallenes probieren dürfen. Vor allen Dingen geht man hier gerne hin. Wenn da Herren drin wären, dann wäre der Imbiss nicht so voll. Bei Frauen ist der Imbiss immer voll. Oh. Ne? Marco, ne? Ne? Was bekommt ihr beide? Ich hätte gerne eine Currywurst mit Pommes. Ja. Zum Mitnehmen. Ja. So, Marco, wie war dein Wochenende? Cool. Habt ihr was Besonderes Stress. Gemacht? Ja? Wieso, was musstest du machen? Nicht mit dem Tochter, Stress. Wie alt ist sie jetzt? Die wird 16. Ja. Die geht in der 10. Ich kann dazu ja mal nur eins sagen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, was ich mal werde. Ne? Nee, das ist in welche Richtung klar. Ich gehe. Also mit 15 war ich... Danke. Die kommen ja nicht mal aus ihrem Zimmer raus. Die sitzt da von morgens bis abends drin. Ich sag, du kannst auch zu uns kommen, sag ich. Ich sag, wir beißen nicht, sag ich. Ja? Macht sie ja nicht. Wir haben ganz andere Krabben im Kopf. So hört man hier die Sorgen, ne, von den anderen Leuten. Ne? Oh Gott. Das ist auch wie beim Friseur. Da erzählt man das ja auch, wenn man den schon lange kennt. Über Rollis Tresen gehen nicht nur Currywurst und Co. Er dient auch als Hotelrezeption. So, 23,60 sind das dann nochmal fürs Essen. Ja. Nächste Woche buche ich euch neu ein. Mach mal, reservieren mal ein bisschen. Ja? Von Montag an? Ja, ja. Ja. Direkt hinter dem Imbiss hat die 53-Jährige vor 5 Jahren ein Gästehaus eröffnet. 2 Doppelzimmer, 2 Einzelzimmer. Das kleinste Motel in der Elbtalaue. Dieses Haus stand leer und es wurde versteigert. Und mein Mann hat gesagt, Mensch, was hältst du davon? Wir steigern mit. Ich habe meinen Mann mal wieder für verrückt erklärt. Eigentlich haben wir schon genug zu tun gehabt. Aber das passt wunderbar mit dem Imbiss zusammen. Wir haben einmal Laufkundschaft, also so Geschäftsleute. Wir haben auch Montageleute, ganz viele. Jetzt hatte ich auch gerade wieder eine Anfrage eben für 2 Wochen. Im Moment haben wir noch einen Gast, der bleibt wahrscheinlich bis Februar. Also das ist dann natürlich ganz toll. Für die Fernfahrer geht's wieder auf die B216. Das Mittagsgeschäft ist vorbei. Zeit für Mama Anne. So, jetzt habe ich auch Zeit für ein kleines Päuschen. Das ist schön. Ja. Lass dir mir mal einen Moment Gesellschaft. Ach. Und jetzt bist du froh, dass es im Moment ruhiger ist, ne? Mhm. Ja, kann ich mal eine Rutsche Frikadellen machen? Ja. Ja, sie war immer ein Powermädchen. Sie hat auch noch 2 Brüder, jüngere Brüder. Und wenn die nicht gespurt hatten, dann mussten die ins Bett. Da gab es nichts. Wir haben auch Benzin im Blut. Ja? Ja. Ne? Alles Motorradfahrer. Sie hat ja eine große Harley und ich habe eine 650er Suzuki gehabt und hat Spaß gemacht. Ne?
Aber dann habe ich mich gelegt und da war ich schon 70 und da habe ich gedacht, naja, mit 70 muss ich keinem was beweisen. Und das Risiko ist mir dann zu groß geworden. Und ich habe gedacht, als ich mich dann hingelegt habe, ist nur mir was passiert. Das nächste Mal nehme ich vielleicht irgendjemand mit. Da kommt mein Schwiegersohn. Da kommt mein Schwiegersohn, ja. Hallo. Na du. So. Ich habe jetzt mal was gegessen. Ich habe zu Hause gegessen. Peter ist 77, 24 Jahre älter als Rolli. Kannst du mir bitte ein Bauernfrühstück? Ja. Das hört sich gut an. Seit 25 Jahren sind Rolli und Peter verheiratet. Das war zuerst ein ganz schöner Schock. Zumal ich ja mit Rollis Mann in einer Firma gearbeitet habe in Hamburg. Ich habe ja auch in der Autowerkstatt gearbeitet, habe aber die Bücher gemacht. Oder mal Autos rangeschleppt oder Teile geholt oder so. Eigentlich hat mein jetziger Schwiegersohn meine Kinder aufwachsen sehen. Und dann war sie nachher eben mal kein kleines Kind mehr, sondern eine junge Frau. Ja, und dann kam die Liebe dazu. Das ging dann ratzfatz. Peter hatte bis vor einem Jahr eine Autowerkstatt im Ort. Früher hast du gearbeitet, heute arbeite ich. Durch unseren Altersunterschied, irgendwann ist dann mal genug mit Arbeiten. Na? Also mein Mann hat immer hart gearbeitet, ein Leben lang, wirklich. Und bis immer viel bis gearbeitet. 75, mit dem 75. Lebensjahr habe ich die Firma zugemacht. Rolli und Peter wohnen nur 300 Meter vom Imbiss entfernt. Sie haben 5 erwachsene Kinder, 2 gemeinsame, 3 aus früheren Beziehungen. Tochter Yvonne und Enkeltochter Luna kommen wie jedes Jahr zur Apfelernte. Aus den Boskop-Äpfeln wird Saft für Rollis Truckerstopp gepresst. Ja, es ist unsere Wellness-Oase, ne? Das ist der Rückzugsort für uns. Hier machen wir vorne die Schotten dicht und sind hier für uns. Und hier sind nur die Leute, die wir wirklich haben wollen. Hier sind wir dann auf Klein Teneriffa. Da ist unser Tauchbecken. Da springen wir also rein, wenn es denn heiß ist, denn, ne? Peter hat seiner Frau eine ganze Poollandschaft mit begehbarem Wasserfall gebaut. 10 Jahre hat er daran gearbeitet. Ich habe damals zu Peter gesagt, aus Versehen. Ja, weißt aus Versehen, du, ja. Das schönste Erlebnis, was ich hatte, das war also unter so einem Wasserfall, so im Freien zu baden. Das ist daraus entstanden. Ich bin sehr vorsichtig geworden mit meinen Aussagen, was ich mir wünsche. Meine Familie ist mein Ein und Alles. Also einmal die Woche habe ich einen Oma-Nachmittag, den nehme ich mir auch. Also komme, was da wolle. Also das ist ein ganz fester Termin. Familie steht schon an erster Stelle bei mir. Ich bin ein Muttertier, immer gewesen. Dadurch, dass wir diesen wunderschönen Garten haben und diese Wellness-Oase und alles, muss ich nicht unbedingt dann im Sommer mich an den Strand legen, irgendwo in Spanien oder so. Das brauche ich dann definitiv nicht. Ne? Das ist der Ausgleich. Und deswegen macht es mir auch nichts aus, dass ich morgens um 4:30 aufstehen muss, weil ich bin dann eben den ganzen Tag zwar in der Gange, aber ich habe ein schönes Zuhause, wir haben einen schönen Background. Ich bin glücklich einfach, das ist das. Wenn man glücklich ist, dann kann man auch viel arbeiten, das macht dann halt nichts. Ne? 3 Wochen später. Es ist Herbst geworden in Metzingen. Rolli hat einen langen Tag vor sich. Doppelschicht von 5 bis 22 Uhr. Hast du gut geschlafen? Ich glaube, ich tot. Ja. Und was machst du jetzt hier? Von alles, ne? Und dann habe ich auch gleich zum Mittag. Frühstück gibt's bei Rolli ab 5:30. Für Motelgäste, Trucker und Handwerker. Egal ob Mettbrötchen, Bauernfrühstück oder Spiegelei mit Speck. Da haben ja doch alle ihre Vorlieben. Das gibt so die Rührei-Freaks und die Brötchen-Bockies. So die Jungs, die draußen sitzen. Das ist meistens Bockwurst. Ja. Ja. Für Marco gibt's extra ein Ei-Brötchen. Ich bin nur am Fahren, hin und her, egal wohin. Ja. Letztes Jahr war ich in Frankreich 2-mal in dieser Zeit. Da fährst du doch 3 Tage hin nach Frankreich alleine. Ja. Von der Fahrt her. Das Abladen dauert vielleicht 10 Minuten und dann fährst du wieder 3 Tage zurück. Ja, ja, ist unglaublich. Ja. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja. Weil LKW fahre ich, seit ich 18 bin. Ich habe noch nie was anderes gemacht. Als ich noch ganz jung war, wollte ich ja gerne LKW-Fahrerin werden. Ja.
Es war also eigentlich, und damals war das ja noch ein Job, da ist man ja, das hat man auch verbunden mit weit fahren, in Süden fahren oder so. Also heute ist das ja alles Stress pur, das ist ja kein Honigschleck mehr, ist kein toller Job mehr. Ne? Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Ich spüre dir einmal aus, ein bisschen, ja? Schon mal zum, wenn man reinkommt, die wirst du sofort, okay, Kaffee. Eigentlich würde es auch ohne Worte gehen. Würde auch. Fast, aber das wollen wir nicht. Ne? Fast wie zu Hause mit der Frau. So nach dem Motto. So, muffelst du das Gleiche oder sollst du dir noch ein bisschen einwickeln? Nee, gut. So, einmal den Rest auf 20, bitteschön. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ne? Ja, dir auch, Frank. Tschüss. Das sind die lieben Kollegen. Ich nehme mir immer die Zeit. Er ist während der Fahrt. Da habe ich keinen Bock drauf, wenn mir das alles runterfällt im LKW und so. Da wohne ich drin, ne? Das sieht dann immer aus wie eine Müllhalde, das mache ich nicht. Ich will an zum Essen und so. Die Zeit nehme ich mir. Ja. Leider stehen manche doch ganz schön auch unter Druck, ne? Hallo. Einmal einen frischen Kaffee, bitte. Jo, zum Bier trinken, ja? Ja, bitte. Neben den Stammkunden entdecken immer mal wieder neue Gäste Rollis Raststätte. Wo kommst du denn her? Heute? Jetzt gerade? Jetzt gerade? Ja. Was hast du denn geladen? Leerschlamm. Leerschlamm? Okay. Nicht so lecker? Nee. Ja. Ich mach das, was ich nicht mache. Ja, warst du schon? Ja. Alles klar. Erstmal. Dankeschön. Bitte schön. Fährst du schon lange? Über 10 Jahre jetzt. Aha. Seit September. 10 Jahre. Ja, cool. Wir haben auch 10-Jähriges dieses Jahr hier. Auch schön. Auch schön. Ja, ich habe das jetzt nur im Hellen gesehen, sonst bin ich hier nur im Dunkeln durch. Also von daher, ganz praktisch. Jetzt weiß ich das ja, dass ich hier anhalten kann. Ja, also wir machen jeden Tag einen Wechsel mit der Ja, wir kommen heute noch wieder zurück. Vielleicht schaffen wir das ja. Ja. Bis 23 Uhr hast du ja, ne? Nee, bis 18 Uhr, bis 19 Uhr haben wir Fritteusen an. Ja. Und dann machen wir noch bis 21:30 sauber. Ja, siehst du. Ja. Truckerin Svenja ist mit Brummis aufgewachsen. Doch inzwischen, wie viele ihrer Kollegen, von ihrem Beruf genervt. Wir sind echt am Arsch da draußen. Mal eine 45er Pause machen, wo man vernünftig aufs Klo gehen kann. Unmöglich. Also wäre mein Vater nicht selbstständig und würde ich für ihn fahren, dann würde ich gar nicht mehr fahren. Und ich bringe ihn eigentlich nur noch in Rente und dann war es das auch für mich. Definitiv. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Entweder wird man geblitzt, weil man zu schnell ist. Dann musst du zahlen, weil du Fahrzeitüberschreitung hast, weil du keinen Parkplatz findest. Genau. 10.30 Uhr. Zeit, den Mittagstisch zu kochen. Heute gibt es Senfeier. Und die koche ich jetzt schon mal. Und jetzt fange ich an mit meiner Senfsoße. Wir sind ja für Ungewöhnliches auch bekannt. Na, wir machen ja jeden Tag einen wechselnden Mittagstisch. Und da kommen gerade so Sachen auf den Tisch, die ja, vielleicht auch heute gar nicht mehr so unbedingt gekocht werden. So Königsberger Klopse, Hühnerfrikassee. Nicht aus der Tüte, sondern richtig auf Hühnchen gekocht. Und das gibt's morgen. Heute gibt's Senfeier. Das muss jetzt erstmal aufkochen. Das schmecke ich gleich ab. Und dann kommt da noch ein bisschen Sahne mit rein. Für die Creme. Und fertig ist der Mittagstisch. Das ist jetzt schlecht. Am besten ist darüber. Komm hoch. Vielleicht stellst du dich darüber. Wenn's mittags voll wird, muss Rolli persönlich dafür sorgen, dass die Fahrer richtig parken. Nur 12 Lkw-Plätze stehen zur Verfügung. Der passt durch. Der passt durch. Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit gibt's hauseigene Vitamine. Das ist jetzt unser Boskop-Apfelsaft, den wir geerntet haben. Am 17. Oktober. Der hat eine richtig tolle Süße dieses Jahr. Das ist jetzt unsere neue Ernte, ne? Ja. Das ist der einzige Apfelbaum, den wir haben. Da haben wir eine Tonne dran hängen gehabt. Eine Tonne hing da dran. Schön, ich ja, und der hat jetzt eine richtig tolle Süße auch, weil dieses Jahr war ja genug Sonne da, ne? Jetzt waren wir nur noch Käse. Lecker? Ja, das ist lecker. Muss man sagen. Das hat was. Rolli war 10 Jahre Weight Watcher Coach und schwört seitdem auf frische Zutaten. Fertigbackmischungen kommen ihr nicht ins Haus. So, der Käsekuchen, der bleibt manchmal, wird zwischendurch mal so gemacht und dann, wenn im Moment Zeit ist,
Aber jetzt kriege ich ihn, denke ich, schnell fertig. 2 Jahre liefen ihr Ernährungscoaching und der Imbiss parallel. Doch auf Dauer passten Currywurst und Kalorienzählen einfach nicht zusammen. Rollis treuster Stammgast ist Ehemann Peter. Er kommt täglich zum Essen. Zu Hause gekocht wird nur am Wochenende, wenn der Imbiss geschlossen hat. So, dass du nicht wieder mein Bier trinkst. Nein, nein, nein. Das ist meiner. Ich hatte ihn schon in der Hand. Guten Morgen. Für Rollis berühmte Senfeier melden sich die Trucker sogar an. Oder ab. Rollis Truckerstop, hallo. Hallo, Heinz. Na gut geht's. Was hast du auf dem Herzen? Das ist schön. Gut. Tschüss. Das war gerade ein Gast, der hat gesagt, sein Fahrer kann wahrscheinlich nicht mehr fahren und deswegen wird er jetzt erstmal nicht mehr herkommen, hat sich jetzt erstmal abgemeldet. Das ist einer der Gäste mit Herzen in den Augen gewesen. Kann da wohl. Hey. So, bitte schön. Guten Appetit. Ich habe als Kind Senfeier gehasst. Und hier bei ihr schmeckt mir so gut. Ja. Habe ich wieder angefangen. Ja, früher hat sie mir dann ab und zu meine SMS geschickt, gibt Senfeier. Ne? Wenn es gepasst hat, bin ich dann natürlich hergefahren. Ne? Das hat sich irgendwann mal ein Trucker bestellt. Mach doch mal sowas. Und seitdem läuft es. Und ich weiß, ich komme nach Hause. Meine Frau kocht ja auch extra, dann esse ich natürlich nicht auswärts. Ne? Obwohl bei Senfeier isst man denn zweimal mit, doch, was soll's. Meine Frau ist eine Tiefstaplerin. Wenn man die fragt, was bist du vom Beruf, dann sagt sie Imbissverkäuferin. Sie redet nicht, mir gehört ein Imbiss. Oder, ne? Sie ist immer nur, sie sagt, ich will keine Leute neidisch machen. Das ist einfach eine tolle Frau. Die, sowas findet ganz selten wie die. Ne? Dankeschön. Ja. Okay, dann gute Fahrt. Ja, alles klar. Wenn es passt, sehen wir uns nachher. Ja. Tschüss. Oh, der ist noch lauwarm. Das ist ein uralt Rezept. Und zwar hat den die Mutter gemacht von meinem allerersten langjährigen Freund. Witzig, ne? Für Rollis Kuchen reisen die Gäste selbst aus dem 15 Kilometer entfernten Dannenberg an. Mit dem Fahrrad. Das ist ja lecker. Bitte schön, noch lauwarm. Hast du gebacken? Oder ja, ja, natürlich. Das ist gut. Ich habe gerade gesagt, wir kennen uns schon 15 oder 18 Jahre. Ja, ja, ist tatsächlich so lange schon, ne? Durch Weight Watchers damals. Genau. Und bei Weight Watchers habe ich 16 Kilo abgenommen. Ja. 9 Jahre war ich Weight Watchers Coach und hatte in Dannenberg meinen Laden. Und da hat Karl damals abgenommen bei mir. Seitdem esse ich die Schokolade so, wie du empfohlen hast. Ja. Immer nur so ein bisschen abweisen, dass man den Geschmack. Erinnerst du dich noch an unsere Schokoladenübung? Ja, jeder kriegte ein Stück Schokolade und dann wurde dran gerochen und es wurde erstmal im Mund bewegt und so. Genau, also, genau. Ja, es hat lange gedauert, bis dieses Stück Schokolade weg war und der Witz war danach, hat man wirklich keine mehr gewollt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Tschüss. Rolli ist immer noch vom Weight Watcher-Prinzip überzeugt. Essen in Maßen, sündigen hin und wieder erlaubt. Vor 27 Jahren ist Rolli, Peter zur Liebe, von Hamburg ins Wendland gezogen. In die Großstadt wollte sie nie zurück. Ihre Welt ist jetzt der aus 2 Containern zusammengeschweißte Imbiss. Abgewaschen wird per Hand. Rolli schmeißt den Laden ohne Spülmaschine. Dafür ist er zu klein. Ich stell das mal hier hin. Ne? Ja, danke schön. Gut erzogen. Ja, klar. Hallo. Ach, habt ihr es doch geschafft? Ja, auf die Minute. Na, cool. Ihr bleibt über Nacht jetzt, ne? Ja, bitte. Ja, nee, also alles gut. Ist jetzt kein Problem mehr. Okay. Sauerfleisch, da ist eine Remouladensauce mit bei. Mit oder ohne Knobi? Mit. Ja. Ist besser. Zweimal Spezi. So gut, haben wir schon mal. Weswegen? Wegen der Vampire oder was? Zum Beispiel. Oder Männer. Schmeckt man auch damit ab. Okay. Nee, ich bin unschuldig. Ich bin raus auf der Nummer. Ich sag nichts dazu. Nee, Fernverkehr macht doch keinen Spaß mehr. Ist also nur noch ein Stau. Macht keinen Spaß mehr. Ja, wie lange ist jetzt die Baustelle da bei Hannover? 32 Kilometer? Hatte ich jetzt. Vorletzte Woche. Das ist doch schön. Da habe ich Kühler gefahren, 2 Wochen.
Hat mir auch gereicht, mach ich nie wieder. Nur Rekordsachen hier. Bitte schön. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Und ihr bleibt ja heute das erste Mal hier stehen. Jawohl. Und ihr könnt noch gerne duschen, wenn ihr möchtet. Ne? Wir haben nebenan auch eine Dusche. Nur nicht gerade um 9:30, weil dann haben wir die Klinke in der Hand. Aber nee, das sollten wir schaffen. Ja, ja, könnt ihr euch noch schön frisch machen. Und morgen früh ist meine Kollegin erstmal hier. 3:30 fahren wir schon los. Na, dann so früh ist noch keiner hier. Trotz strenger Lenkzeiten, ewiger Staus und schlechter Bedingungen. Viele hängen noch immer an der alten Fernfahrerromantik. Der erste von meinem Vater. Mit meinem Springseil. Mit 3 Jahren, glaube ich, war das. Na, ist ja gut. Andere lassen sich Blödsinn tätowieren. Ich lasse mir sowas tätowieren. Ich hab es immer als Herausforderung gesehen. Wenn jemand reinkommt und so echt richtig mies gelaunt ist und so, dann möchte ich eigentlich erreichen, dass er mit dem Lächeln rausgeht. Das klappt. Man soll sich wundern. Man weiß ja auch immerhin nicht, was jedem, der reinkommt, widerfahren ist. Ja, dann sind es 17 Euro. Plus duschen einmal. Ja, einmal? Er will nicht, er will dreckig zu Bett. Ich habe heute Morgen geduscht. 19,50. 20. Oh, danke schön. Achso, ich wollte schon wieder bezahlen. Nach 13 Stunden Lenkzeit muss Svenja für heute Schluss machen. Sonst drohen Strafen. Einmal duschen. Eine große, saubere Dusche ohne Wasserstopp ist für Trucker heutzutage eine Seltenheit. Für Rolli selbstverständlich. Schön, ich mach schon Lüftung an. Hier kannst du von innen verschließen, ne? Ja. Okay. Gut, super. Groß duschen. Der Kollege aus Sachsen-Anhalt installiert derweil sein Unterhaltungsprogramm. Den Fernseher drehe ich bloß rum und dann setze ich mich hin und dann wird noch geguckt bis 22, 23 Uhr. Ich mache nachher noch die Heizung an, damit ich schön warm habe. Und dann. Während Rolli den Imbiss noch aufräumen muss, beginnt für Truckerin Svenja bereits die Nachtruhe. Morgen um 4.30 Uhr geht's weiter. Ich mache jetzt eigentlich gar nichts. Ich plünne mich aus, rufe meinen Mann an, sage ihm gute Nacht, weil seine Schicht hat angefangen. Und dann gehe ich langsam in die schönen Träume, wo er gerade rauskam. Und dann war es für mich das. Also Fernsehen gucken oder Laptop ist nicht meins. Kurz vor 22 Uhr. Gleich ist auch für Rolli endlich Schluss. Ja, und abends ist man dann hier eben halt noch so ein bisschen auch am Aufräumen, das muss ja auch dann abends alles wieder sauber sein. Also wir sind dann doch noch Stunden auch dabei, wirklich hier alles wieder clean zu machen. Ne? Aber ich koche gerne, ich back gerne, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich schnack gerne ein bisschen. So. Ich verwöhne gerne, ja, und ich höre auch gerne mal zu. Und das alles zusammen, das ist es vielleicht einfach.